National Hymne dazu benutze, einmal so richtig tief durchzuatmen nach diesem Pflichtsieg. Es war dann vielleicht eben doch noch eine etwas größere Herausforderung, als man sich das erdacht oder erhofft hat. Dieser Sieg hier, dieses Spiel gegen Kasachstan. Ich hoffe dann nur, dass das Schweden auch behaupten wird übermorgen, wenn die Schweiz gegen Schweden spielt. Also, am Ende hat man sich doch durchgesetzt und jetzt also Pflicht erfüllt. Jetzt kann das Vergnügen dann so richtig beginnen. 5:3 für die Schweiz gegen Kasachstan. Und damit zurück ins Studio zu Rita Müller. Der Thomas Rothmeier, euer Kommentator an der U20-WM. Das Eröffnungsspiel ist durch. 5:3 der Sieg von der Schweizer, der hier bejubelt wird gegen Kasachstan. Und im Studio 1 natürlich, könnt ihr euch vorstellen, ist immer klar gewesen, dass wir das Spiel gewinnen würden. Du hast nie in Frage gestanden. Nein, gar nicht. No, Dominik, ich weiß gar nicht, was du hast. Doppelt so viel Schüsse. Ja. Leider in der Gruppe, leider auf Goldschützenkönig mit dem Verbum. Kann bitte einer das Ganze mal wieder ein bisschen realistisch einschätzen? Jetzt gibst du mir jetzt einen Fall. Ich dachte, da habe ich noch Hoffnung bei dir. Nein, im Schluss war das ein verdienter Sieg, aber es war ein knorzter Sieg und es war nicht eine super Leistung. Wir haben vor allem im zweiten, dritten Moment völlig den Faden verloren. Und das war heikel, da müssen wir schon ehrlich sein. Aber letztendlich, wenn wir die Spielanteile anschauen, die Schussverhältnisse anschauen, ist glaube ich gleich eine klare Sache gewesen. Wir wollen euch jetzt Update liefern zu dieser ersten Partie an dieser U20-WM. Da sind alle Goal im Schnelldurchlauf. Wir starten im ersten Drittel mit dem 1:0. Es ist eine von diesen 4 Führungen von der Schweiz. Immerhin, oder? Man war nie im Rückstand gewesen. Vielleicht nehmen wir auch das mit. Matthew Verboon, Doppelgoalschütze, heute dritte Minute, das erste Mal. Sehr gut gemacht gewesen, vom Nussbaumer, wie ich den Schuss mit einem Toe-Drag kann, ein bisschen verzögern und so die Schussbahn frei macht. Und Verboon, schöner Tipp, unhaltbar nachher für den Goalie. Das war ein stark nach Mass und da haben wir eben schon gedacht, so, genau so bitte in dem Takt da gerade weitermachen, ist dann nicht der Fall gewesen, weil doch uns 1-1. Viermal geht der Angriff, zu Recht, dass er mitgelaufen ist, aber man verliert dann ärgerlich die Scheibe auf der blauen Linie. Ein super Pass hinten raus von den Kasachen hier und der Murasov kommt alleine und macht eiskalt. Das ist die 16. Minute, Maxim Murasov, der getroffen hat. Und dann ist es der Ausgleich vorbei am Luca Hollenstein. Aber nochmal Führung im ersten Drittel, kurz vor Schluss, 19. Powerplay, Jeremy Gerr. Fantastischer Pass vom Abischer im Powerplay, der ganz leicht den Schuss antäuscht und dann den Pass spielt. Und zwei Drittel von dem Goal gehört ihm und der Gerber steht auch gut und eiskalt auch versenkt. Ein frühes Powerplay-Goal. Ein anderer war ja kurz geschossen gewesen, nach Ablauf der Strafe. Können wir das schon mal als Positives mitnehmen, dass ein Powerplay schon im ersten Drittel eines Turniers funktioniert? Oder ist das zu viel bewertet? Powerplay funktionieren manchmal, ohne dass man es weiss. Und plötzlich funktionieren sie nicht mehr. Aber ich würde sagen, ja. Vorsichtig, ja. Nach dem Match sowieso alles vorsichtig. Nein, das ist ja nie in Frage gestanden. Wenn man wüsste. Nein, das ist sicher.
positiv zu werten. Das ist 2-1 im Powerplay von Jeremy Gerber. Die Schweiz in Führung, aber eben alles ausgeglichen, wieder ausgeglichen. Da sind die Kasachen wieder dran. 25. der Ruslan Demin, der trifft. Er kommt da zu ungestört und Mittelzone mit Vollspeed. Nachher stimmt die Zuteilung nicht ganz. Man hat einen grossen Gap dort, da gibt ihm zu viel Raum. Und er kann nachher dann schön abdrücken. Nicht sicher, ob dann abgelenkt wird vom Stock von Janis Moser dort, aber schön geschossen und ja, mühsam für die Schweiz. Mühsam für die Schweiz, dafür umso glücklicher, was ihr jetzt seht. Kurz nach Spielhälfte, 31. und eine gütige Mithilfe vom kasachischen Goalie. 3-2. Da sieht man den Salzgeber mit einer fantastischen Einzelleistung, die im kasachischen Goalie nur noch die Möglichkeit gibt, unter Druck zwei riesen Fehler zu machen. Also ist wirklich, ja, da willst du das Spiel gerade beenden. Oder? Das ist wirklich ärgerlich. Aber ich glaube auch, wie er reagiert hat, wie sein Team auf das reagiert, ist also den Kasachen hoch anzurechnen. Weil da kommt es 3-3. So reagiert man auf das Goal. Wieder der Maxim Muserov, der getroffen hat, 36. Also zu Ende vom zweiten Drittel steht das Spiel unfassbarerweise 3-3. Ja, man kommt hinten raus, guckt heim auf Moser. Der Moser kann die Scheibe nicht kontrollieren. Und jetzt kehrt das Spiel sofort. Muserov übernimmt und schießt. Was mir gar nicht gefallen hat bei diesem Goal, ist, alle drei Schweizer Stürmer sind aus der Zone rausgelaufen schon. Obschon man nicht klare Scheibenkontrolle hatte. Und so darf man natürlich den Gegner nicht zu einer Chance kommen. Das zweite Goal von ihm, super Schuss. Der Spieler hat mir Eindruck gemacht. Wir haben ein erstes Drittel gesehen, wo wir nachher da angeguckt sind und das Gefühl hatten, mal, das läuft, das geht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Nach dem zweiten Drittel sind wir alle ein bisschen schockiert da angeguckt. Wenn wir jetzt nochmal aus dieser Situation als dritte Drittel denken, wie hat euch die Schweiz gefallen im dritten Drittel aufgrund von den 40 Minuten vorher? Besser als im zweiten Drittel sind zurückgekommen. Ich hatte so gedacht, der Hollenstein hat der Sicherheit gewonnen, 2-3 Saves gehabt, wichtige. Und der Druck ist wieder grösser geworden von der Schweiz. Es war nicht so überlegen wie im ersten Drittel, aber doch der Sieg war eigentlich dann logisch am Schluss. Also ich sehe es ähnlich. Ich habe das Gefühl, die Schweizer sind ins dritte Drittel gekommen, sind deutlich mehr Schlittschuhe gelaufen als vorher. Und durch das ist auch die Scheibe schneller gelaufen und prompt hat es ein paar gute Aktionen gegeben. Und der war aber auch nötig, dass die Schweiz den Rhythmus erhöhen konnte. Und das haben sie gut gemacht. Das ist eine von diesen guten Aktionen, gerade noch genauer zeigen. Ja, manchmal braucht es halt auch viele Details, die stimmen. Und ich glaube, das 4-3 war ein gutes Beispiel, wo wir sehen, Bulli gewinnen ist mal ganz wichtig. Die Scheibe liegt hier frei. Wir können die Scheibe holen vom Sopa. Dann sehen wir, wie die Scheibe aufkommt. Es wird gerade sofort geschossen. Der Verteidiger fackelt nicht lang, der Ebischer. Aber was entscheidend ist, ist das da hier vor dem Goal, was jetzt passiert. Ich lasse slow laufen, achtet auf den Zweikampf vor dem Goal. Es ist der Wetter gegen Dikanbek. Eigentlich ist der Wetter völlig draussen aus jeder gefährlichen Aktion. Die Comeback hat alles im Griff. Aber was sehr gut ist, wie sich der Wetter hier zurückkämpft, gibt dem Gegner einen Push. Plötzlich ist er in der Schussbahn und kann prompt Scheiben ablenken. Und drin ist es. Ja, es war eine Verkettung von drei Details, die letztendlich Erfolg gebracht hat. Ja, das ist genau das, was Coaches wollen. Oder? Sie wollen, dass du quasi immer in der Schusslinie reinstehst. Und zum Teil als Verteidiger logischerweise probiert der Gegner immer genau das Gegenteil, oder? Probiert die rauszudrücken und dort ist zum Teil einfach, wer will es mehr, wer kämpft dem mehr, und das hat er da sensationell gemacht. Ja, kann ich nur beipflichten. Das ist genau so, wie meine Vorredner gesagt haben. Und, offensichtlich ist der Gamewinner. Ja, das ist der Gianmarco Vetter, der getroffen hat. Er, der den Schuss ablenkt von der blauen Linie. Ich glaube, vorher ist sowieso noch gesagt worden, der Schuss kommt vom Ebischer, der ich glaube, recht gut gefallen hat heute. Er ist stark mit der Scheibe. Ohne Scheibe hat er gewisse Probleme, aber mit der Scheibe ist er wahrscheinlich der stärkste Offensivverteidiger, den wir haben. Was mir aber noch aufgefallen ist, und das ist vielleicht ein bisschen negativ, ganz allgemein, ich bin ein bisschen beunruhigt über die läuferischen Fähigkeiten von unserer Mannschaft. Der Speed, mir fehlt ein bisschen der Speed. Jetzt in dem ersten Spiel. Und da bin ich, habe ich ein bisschen Fragezeichen. Das heisst, du hast viel mehr erwartet? Also, nein, ich habe das eigentlich vorgängig schon ein bisschen zur Frage gestellt, ob wir genug Speed haben. Weil das ist normalerweise ein Markenzeichen von Schweizer Juniorenauswahlen. Und jetzt bei dieser Auswahl bin ich nicht so sicher, ob das ein Trumpf ist von uns. Vor allem dann gegen die grossen Nationen.
Ich gehe mit dir einig, Thomas. Ich finde, man hat eigentlich den Speed, den man hier erwartet, den man vielleicht von der 50. Minute oder 40. bis 50. Minute hat man ihn gesehen. Das war der Moment, wo die Schweiz ein bisschen Oberhand gewonnen hat. Und für mich, als ich schon vorhin gesagt habe, hat das damit zu tun gehabt, dass wir ein bisschen mehr gelaufen sind. Ja. Und die Scheibe schneller gelaufen ist. Aber du hast absolut recht. Die Kasachen sind riesen grosse Spieler. Und dort musst du einfach mit Speed gegenhalten können. Rein körperlich, wenn das ein langsames Spiel wird, lauter 1 gegen 1 Situationen, wären wir deutlich unterlegen gewesen. Ja. Dann ist es gut, dann können wir dann einfach dort weiterfahren, dann im nächsten Spiel. Das 5-3, das kommt noch oben drauf und das kommt von Matthew Verboon, Doppelgoalschütze in dieser Partie. Das ist die 54. Und das sind dann zum ersten Mal 2-Goal-Differenz. Ja, typisch kanadisch, oder? Man bringt Schieben aufs Goal, man hat Verkehr vor dem Goal. Sie wird dann unglücklich abgelenkt vom Achter, vom Verteidiger von Kasachstan. Aber am Ende des Tages ist es egal, wie sie reingehen, sie müssen einfach rein, oder? Und heute haben wir sicher 2-3 Mal ein bisschen Glück gehabt. Ich glaube, wir müssen dann, ich sage mal, das Ziel schon ein bisschen besser einstellen für den nächsten Match, weil sonst wird es schwierig. Aber nur weil wir gerade bei den Klischen sind, haben wir uns denn das Glück auch tatsächlich verdient? Oder schon, haben wir es jetzt einfach gehabt? Wenn wir die Schussstatistik anschauen, dann ist der Sieg schon verdient. Es war einfach nicht ein Spiel auf höherem Niveau gewesen, das muss man auch, muss man auch sagen. Und unsere Auswahl hat nicht kein super Match abgeliefert. Und was mir auch noch ein bisschen aufgefallen ist, wir haben relativ viele Schüsse aus guten Positionen gehabt, die nicht aufs Goal gekommen sind, die neben das Goal gegangen sind. Und das finde ich, das ist immer, die Schüsse, die müssen einfach aufs Goal gehen, im Goal einfach immer die Chance zu geben, dass das einen Fehler macht, haben wir ja gesehen. Das ist vielleicht auch noch Verbesserungspotenzial. Das sind die Reaktionen hier bei uns aus dem Studio. Jetzt gibt es selbstverständlich noch die auf Schweizer Spielerseite. Andreas Hagmann hat das Interview. Gianmarco Vetter, zuerst mal Gratulation zu dem Sieg. Es war aber schon eine harzige Sache gewesen. Trotzdem, wie gross ist der Stell jetzt vom Herzen gehört, dass der erste Sieg gelungen ist? Ja, es ist massiv mal. Es war sicher ein harter Kampf gewesen. 3-mal vorne gewesen. Und immer wieder der Ausgleich überkam, war hart gewesen. Aber ich bin froh, dass wir am Schluss noch gedreht haben und können gewinnen konnten. Im letzten Drittel ist noch eine Zeit gegangen, bis ihr in Führung gegangen seid, aber es hat Geduld bewiesen. Was hättet ihr in Battle in der Kabine gesehen? Was hättet ihr euch gegenseitig gesehen für das dritte Drittel? Ja, wir haben gewusst, wir müssen einfach Geduld behalten, keine Turnovers machen, ihnen nichts geben und keine sie vorne rein. Perfekt gegangen, merci vielmals. Merci vielmals. Das ist also eine Reaktion aus dem Stadion. Wir nehmen es mal so und schauen uns das Ganze an in einer Übersicht, die doch jetzt völlig okay aussieht. 5-3, der Sieg, der Must-Win-Erfolg, den haben wir im Trocknen. Er war ein Knurzer, aber er ist da. Und das führt uns neben in die nächsten Spiele gegen Schweden, die Slowakei und den Titelverteidiger Finnland in dieser Gruppenphase. Und nochmal gesagt, die ersten vier die sind in den Viertelfinals. Und da schauen wir auch gerade miteinander auf die Tabellen. Und der Letzte, der muss dann gegen den Abstieg spielen. So natürlich, so sieht das Ganze doch ganz ordentlich aus. Souveräne Leader. Aber müsst schon sagen, also das Must-Win-Spiel. Ich meine, klar, jetzt letztes Jahr ist es mit dem 4-0 gegen Dänemark sehr souverän gestanden gekommen. Aber ich glaube, wir diskutieren nicht mehr gross darüber, wenn wir dann in dem Viertelfinal sein würden, sagen wir es mal so. Nein, ich glaube auch nicht. Das ist ja noch lustig. Wir haben noch ein bisschen darüber gerakelt, bevor das Spiel angefangen hat. Ist es das ein Vorteil, das Must-Win-Spiel am Anfang zu haben? Und ich bin eigentlich der Meinung, wir hatten Rhythmusprobleme gehabt. Wir haben nicht auf unserem Rhythmus gespielt am Anfang. Und vielleicht hat es besser getan, wenn wir gestern gegen einen grossen schon gespielt und ein bisschen mehr Rhythmus hätten gehabt. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, wir haben Mühe gehabt, in die Gänge zu kommen. Und ich habe schon das Gefühl, in dieser Auswahl steckt schon ein bisschen mehr Tempofestigkeit drin, als wir heute gesehen haben. Und ich hoffe, wir sind jetzt in die Gänge gekommen. Das hoffen wir sehr und das werden wir jetzt auch hören beim Thierry Battellini, beim Headcoach der Schweizer U20-Nationalmannschaft. Ihr seht es, er ist live und per Skype zugeschaltet beim Andreas Hagmann. Andreas, bitte. Jawohl, Thierry Battellini, der hat gehört und diskutiert die letzten Worte von diesem Spiel. Es ist ja vor allem der dritte, wo man mal Geduld beweisen musste. Was war aus eurer Sicht das Hauptproblem, dass wir früher das Spiel in die eigenen Bahnen lenken können? Ja. Ich glaube, das war offensichtlich. Wir haben fulminant gestartet. Wir haben es nicht auf den Pass gehabt, die zwei Tore oder drei Tore Vorsprung rauszuholen. Im zweiten Drittel haben wir auch einen Mann gehabt, den wir nicht so gut gespielt haben. Aber wir haben gewusst, wir müssen ruhig bleiben. Wir müssen Einsatz um Einsatz uns für ihn arbeiten.
Und dann haben wir zum Glück dann auch nicht Goal geschossen, aber es ist eine Herbststuhlfarbe gewesen. Eben, ich habe noch vor dem Spiel angesprochen, die Turnovers, die man nicht zulassen darf. Und ausgerechnet, was ist passiert? Wie du das im Trainer, den wir angeschaut haben, ausgerechnet, das dann passiert am Schluss? Ja, das ist ein Dauerthema bei uns. Und wir haben auch gewusst, dass die Weißrussen ein paar Sachen genau auf das spekulieren. Und sie sind dann unglaublich kaltblütig gewesen. Auch, das muss ich nur sagen. Wir haben nicht so viel Böck hineingegeben. Aber von den vier, die wir gegeben haben, haben sie zwei hineingehauen. Und das ist halt internationales Hockey. Und gleichzeitig haben wir so viele hochkarätige Chancen und machen so wenig daraus. Also da müssen wir einen riesen Schritt nach vorne machen. Im Großen und Ganzen haben wir gleich zufrieden sein. Wir gewinnen 5-3, das erste wichtige Spiel, man sagt, das gewinnt man. Was muss man eben neben dem, was schon angesprochen hat, jetzt mitnehmen, insbesondere auf die nächsten Spiele, dass es jetzt nicht bei dem einen Sieg bleibt? Ja, wir mal durchschnaufen. Also, es ist die erste Matchtour, es ist das Eröffnungsspiel von der Weltmeisterschaft. Es war keine einfache Aufgabe gewesen. Wir haben die 3 Punkte und das ist schön. Aber wir müssen darauf aufbauen und einfach kaltblütig werden, das naive Spiel ein bisschen ablegen, weiterhin so gut agieren im PK und im Powerplay, wie wir es gemacht haben. Da hat vieles gestimmt heute, aber eins nach dem anderen jetzt. Also wir freuen uns auf jeden Fall noch auf weitere Spiele, also auf jeden Fall. Ausser der Rede oder jemand im Studio noch eine Frage, aber sonst lassen wir den etwas würden wir gerne noch fragen, Thierry Patelini. Also alles wunderbar gesagt zu der Mannschaft, aber persönlich, wie geht es denn jetzt rein? Ich meine, das war jetzt das erste Spiel an der U20-WM für Sie als Head Coach. Wir hier rein im Studio nach dem ersten Drittel haben gesagt, kein Problem. Das ist wie das läuft. Alle siegessicher gewesen. Nach dem zweiten Drittel nicht mehr so ganz. Wie geht es rein? Wie ist es reingegangen und jetzt? Also, mir geht es jetzt natürlich hervorragend, aber ich kenne unser Spiel gar nicht anders. Also, die letzten paar Matches, die wir hatten, und international, ist es immer sehr knapp. Man muss alles beieinander haben, allen Instinkt muss man bringen, dass wir da durchhalten können. Und wir haben es gut gemacht, wir haben sehr vieles richtig gemacht. Und die zwei, drei Sachen, die wir können verbessern können, das probieren wir jetzt anzupacken auf die nächsten Spiele. Danke vielmals für die Einschätzung am Thierry Patelini, Andreas Hagmann. Vielen Dank dafür. Das also die Reaktion aus Ginetz nach dem 5-3 von der Schweizer U20-Nazi zum Auftakt in die Weltmeisterschaft rein. Und es geht in 2 Tagen schon weiter. Und zwar wie genau, sagt uns am besten gerade der Captain der U20-Nazi. Also dann tue ich das schon überlesen. Mehr von uns sehen Sie hier auf MySports. Sind noch zwei Sachen. Mehr von uns sehen Sie hier auf MySports. Am Samstag, 28. Dezember, beim Spiel gegen Schweden. Hebt's auf. Ja, ich will es setzen. Dann muss ich nur schwenken. Also jetzt wissen wir es wieder. Am Samstag geht es weiter gegen Schweden. Es wird, ich meine, da müssen wir kein Experte sein, es wird ganz ein anderes Spiel. Was ist zu erwarten von dieser Partie? Das ist für mich das schwierigste Spiel für die Schweiz in dieser Gruppe. Aus verschiedenen Gründen, weil die Schweden eine recht gute Mannschaft haben, vor allem sehr gute Zweiweg- und Offensivverteidiger. Zwei sehr gute junge Stürmer, die im Draft Top 10 werden sein. Es fehlen dann ein bisschen Zentren, aber sie sind trotzdem recht gut. Und das wichtigste Argument, sie haben gegen uns verloren. Im letzten Halbfinale werden uns garantiert nicht unterschätzen, was die Schweden hin und da machen. Ja, also ich habe auch das Gefühl, das wird ziemlich sicher nicht passieren. Wir starten dann am Samstag 18.40 Uhr bei uns im Studio. Übrigens mit dem Studiogast, Janik Brüschwiler, ZSC-Stürmer und dem Mann, der uns ja letztes Jahr gegen Schweden eben auch in Halbfinale reingeschossen hat. Es gibt weiteres Live-Eishockey, und zwar nicht erst am Samstag, sondern bereits schon morgen. Da ist Gabriel Gasser, 17.25, 17:30, 18:30 für euch live in Fisch bei der Lonza Arena. Dann heisst es Fisch gegen La Chaux-de-Fonds. Das ist unser Swiss League Live Studio morgen am Abend. Und eben dann am Samstag gibt es wieder U20 hier im Studio. Heute am Abend vielen Dank für die Eröffnungsrunde. No worries, oder, meine Herren? No worries. No. Und stolzer Brust wie die New York Rangers. Das stimmt. Und wisst ihr, laut und was hast du noch gesagt? Laut, selbstbewusst, gewisse ein Hauch von Arroganz und auch wenn man immer verliert, wir sind die Besten. Oh nein, wir haben nicht verloren, aber genau so, hoffentlich dann auch laut, gehen wir dann auch in Samstag rein. Danke vielmals an Thomas Rost, an Sven Helfenstein und Ueli Schwarz. Das war der Start in der U20-Weltmeisterschaft. Schön, sind ihr mit dabei gewesen. Bis morgen und übermorgen. Ade miteinander. A little too close, a little too cold, but you will just grow, you will just grow. A little too hot, a little too bold, but you will just grow.